Martina Müller sagt es gerade, Spaß haben am Spiel, aber man merkt den Schwerinerinnen doch die Anspannung an. Pass leider kommt lang. Kein Problem, gut nach vorne getragen. Nixdorf, oh, der war nicht gut von Nixdorf. Hürst noch relativ gut gelöst. Aber natürlich die Möglichkeit jetzt zum guten Angriff für Berlin, Hoppe. Sehr gut geholt von Maren Ludwig. Und Müller mit der kurzen Variante, Hoppe. Und da war sie im Netz. Die gute Jennifer Passler. Und damit jetzt der vorhin schon angesprochene Satzball für den ESV Schwerin. Zu verhindern versucht das jetzt Birgit Hoppe mit der Angabe. Kurze Variante. Schwerin schon einige Schwierigkeiten mit gehabt. Auch jetzt wieder die Schwierigkeit. Aber sie haben ihn zumindest wieder rüberbekommen mit Hürst. Auch da haben die Berlinerinnen ihre Schwierigkeiten. Aber jetzt Passler mit der Möglichkeit. Wieder kurz und wieder ist niemand da. Da stimmt die Abstimmung nicht bei Schwerin. 10-7. Und der Aufschlag jetzt zum 1-0 für Schwerin. Eben erneut Martina Müller ruhig. Aber die Anspannung ist da, der Ärger ist da, wo es im zweiten Satz nicht so nötig ist. Man führt mit 10-7 und man hat den Satzball und kann hier ins Spiel wieder zurückkehren. Und wieder schaffen sie es nicht, von hinten raus die kurzen Ball abzufangen. Sabrina Nixdorf kommt zu spät. Martina Müller bei der Angabe auch ins Netz. 10-9. Und sie gibt die Angabe wieder ab an Diana Hürst. Und die kurze Variante von Hürst. Und die Möglichkeit für Berlin jetzt zum Ausgleich über Hoppe. Nicht gut getroffen. Und die Möglichkeit für Schwerin jetzt den Deckel hier drauf zu machen auf den zweiten Satz. Ist langer Schlag, zu ungefährlich. Aber die Berliner können es nicht wirklich nutzen. Passler. Mast. Nixdorf. Und Hürst wieder kurz. Ah, schlecht angenommen von Passler. Noch gut gelöst von den Berlinerinnen. Nixdorf trägt den Ball nach vorne und Hürst rüber. Auch nicht so gut gelöst, aber Passler jetzt mit der Möglichkeit. Und Hürst. Und der war aus. Es war an sich gut gespielt jetzt vom ESV Schwerin. Sich schön hingestellt. Aber jetzt heißt es 10-10. Aber die Schwerinerinnen sollten sich jetzt hierüber nicht ärgern. Sollte das doch als gelungenen Angriff sehen. Und der Punkt von Martina Müller. Direkt per Angabe. 11-10 und es heißt erneut Satzball. ESV Schwerin. Birgit Hoppe.
Variante diesmal gut geholt von Diana Hürst. Nicht gut von Ludwig, aber Müller trifft das Netz. Wollte sie ihn kurz in das Netz legen, wäre eigentlich eine schöne Variante gewesen, aber dafür hätte sie ihn treffen müssen. Erneuter Ausgleich, 11:11. Pure Spannung hier im zweiten Satz. Hürst mit Angabe. Und die Möglichkeit. Ah, Mast holt den Ball. Sehr gut. Hürst bringt ihn hoch und Müller muss ihn nun rüberbringen. Ein schlechter Ball, aber auch die nötige Gefälligkeit fehlte. Passler. Ne, das war Hoppe. Und die bringt den Ball ins Aus. Und damit erneut Satzball für den ESV Schwerin. Erneut der Abwehrversuch durch Hoppe. Oho, das sah gefährlich aus, was Hürst da macht. Aber Ludwig kann rechtfertigt sie, Müller. Das war ganz klasse gemacht. Alle rechnen mit dem kurzen Ball und Müller bringt ihn lang und Hoppe kann ihn nicht abwehren. Und damit geht der zweite Satz an den ESV Schwerin. Mal durchatmen. So, wir sind bereit für Satz Nummer 3. Und der wird nun wieder angegangen von den Berlinerinnen von Ulrike Schubert. 1:1 der Satzstand. Ball war im Netz und damit 1:0 für den ESV Schwerin. Und wir haben eben noch eine kleine Nachinfo bekommen. Das wollen wir natürlich richtig stellen. Auszeiten im Faustball gibt es nur auf internationaler Ebene. Auf nationaler Ebene gibt es keine Auszeiten. Damit wäre das auch richtig gestellt und Sie richtig informiert, Ulrike Schubert. Mit der zweiten Angabe auf Martina Müller, die ärgert sich 1:1. Man hätte eigentlich gehofft, dass die Erfolgserlebnisse eben aus dem zweiten Satz gerade der entscheidende Ball zum Satzgewinn ihr ein bisschen Auftrieb gegeben hätte, aber es läuft einfach nicht. Und Diana Hürst mit der Angabe. Boah, haben die Berlinerinnen Glück, dass sie den noch bekriegen. Und Hürst mit der guten, kurzen Variante. Und der Ball rüber von Pessler. Und Martina Müller mit dem Schlag und dem Punkt für Schwerin. Zwei zu eins. Schubert. Gucken, welche Variante sie sich annehmen. Es wäre zu vermuten wieder kurz auf Müller. Genau. Und es ist genauso erfolgreich. Müller schüttelt da den Kopf. 2:2. Hürst. Erneut jetzt mit dem Aufschlag. Zu weit. Und die erste Führung im Satz Nummer 3 für Berlin. Es ist eine Nervosität im Spiel, die Schwerinerinnen, was gar nicht nötig ist, wenn sie ohne diese Anspannung spielen würden, würde man viel erfolgreicher spielen. Müller kurz. Und der Punkt für Schwerin, 3:3.
aufgrund der Tabellensituation und auch aufgrund des Spiels heute habe ich den Eindruck, dass Schwerin völlig zu Unrecht eigentlich da unten drin steht und das, was man hier auch sieht, die Nervosität im Spiel, dieses Nervenflattern, das war auch das Echo der kompletten Saison. Man Spiele eigentlich hauptsächlich aufgrund dieses Nervenflatterns verloren hat und Christine Maas kommt da zu spät. 4:3 für Berlin. Und Hürst mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Dann kommen die Berliner ins Gehege mit dem Hallendach. Und die kurze Variante gut gespielt, durch mehr Positionen durch, quer und da waren sie sich erst nicht sicher, wer hingeht. Und so beide zu spät. 5:3 für Berlin. Diana Hürst mit der Angabe. Ins Netz. 6:3 für Berlin. Ja, ein kurzes, knappes Wort, um ihre Gefühlslage zu beschreiben, Diana Hürst. Sehr unzufrieden, natürlich. Und kurz gespielt von Karen Meyer. Punkt für Berlin. 7:3. Martina Müller. Soweit. 8:3. Und der Satz nimmt allmählich Gestaltung an wie der erste. Diana Hürst. Schubert, jetzt ebenfalls ins Netz, Punkt für Schwerin. Und Schweriner rufen zur Aufholjagd. Lautstark sind sie jedenfalls, die Spielerinnen aus Schwerin. Mast mit der Ansage, das war der erste. Mal gucken, ob dem ein zweiter folgt. Es kommt wieder der Ball auf Müller. Diesmal kann sie ihn besser annehmen. Und Diana Hürst mit der Möglichkeit. Und das ist der Punkt für den ESV Schwerin. Hat erkämpft. Einmal durchatmen. Und vielleicht kann man jetzt nochmal ein wenig nachlegen, ähnlich wie man es im Satz Nummer 2 zeigte. Schubert. Oh, Nixdorf geht an den Ball und der wäre weg gewesen. So gibt es 5 Punkte für Berlin statt Punkt für Schwerin. Und Hürst muss wieder zur Angabe.